Der Ivan und die KG für die Geister, Ivan ist ja der Hallenmeister hier von dieser Halle, der KG für die Geister, haben über Jahre ja immer weitere Traktoren angeschafft und auch jetzt wieder alte Traktoren neu installiert. Und Ivan hat das im Grunde mit seinen Mannen, die hier rundherum stehen, so in dieser Form gemacht. Und unser Spezialist, der Welter von Auenheim, KG für die Geister Spezialist und Lackiermeister, hat dann in Abstimmung mit Ivan und den anderen die Farbe rot gewählt, weil das rot ist die Farbe der KG für den Geist. Da man nicht so gute Pullover an. Die Ivan auch und Blätter rot. Die sind also jetzt hergerichtet worden. In Summe werden also heute 3 Traktoren übergeben. Ja. Mit Hilfe von RWE, die noch die einzelnen Dinger da hier noch dazu liefern. Dieses Glas, das wird noch in der nächsten Zeit kommen. Ivan, ne? Als nächste Maßnahme. Sind die Traktoren soweit hergerichtet und können also jetzt am Sonntag im Karnevalzug 2010 eingesetzt werden. So, der Ivan hat jetzt 3 Traktoren fertig gemacht und am heutigen Tage aus Anlass dieser Veranstaltung ist so eingeladen, dass wir dann hier gemeinsam diese offiziellen TÜV-Übergaben vornehmen, also TÜV-Blankette und TÜV, TÜV-Bescheinigung übergeben, damit das auch seine Richtigkeit hat. Und das im Grunde bist du also heute hier, dass wir diese Dinge offiziell zu machen. Behalte deine Sachen. Ja. Ich möchte da mal ganz herzlich Danke sagen für die Arbeit. Denn ich denke, wenn die KG davon profitiert, dann profitieren alle wieder aus oder was von. Denn ich meine, so gucken alle und alle sind auch froh, wenn da Unterstützung die KG erfährt. Das ist toll. Das ist eine ganz klassische Verwaltung. Ich weiß auch gar nicht, wie man das so hinkriegt mit dem Aufbau. Deshalb würde ich das ein oder andere nehmen wir doch nochmal gerne an, dass das zusammen ist. Ich habe gerade auch gelesen an der Sammelakte und haben sich dort die Spender beteiligt. Die waren, ich denke, das ist auch erwähnenswert, ne? Dann ist ja auch, muss man denen auch Danke sagen. Ja, und dann könnte ich das nicht immer wieder machen. Ja, das macht das zusammen. Besser sammeln hier, die ja, mit der offiziellen Übernahme der Traktoren an bei Ihnen bedanken, dass Sie heute hier sind und heute hier auch für die Wurste. Aber das Ganze hat ja eine lange Geschichte. Und Ivan, ich sage das mal in Anführungsstrichen gesetzt, der nervt ja jedes Jahr, dass er neue Fahrzeuge braucht, weil, das ist mir doch ganz berechtigt. Deshalb habe ich das auch in Anführungsstrichen gesetzt. Das Ausleihen von Traktoren mit Maschinen. Und wenn, dann werden das immer größere Maschinen. Und von daher haben wir uns im letzten Jahr entschieden, uns für kleinere Traktoren zu entscheiden, haben uns entschieden, kleinere Traktoren anzuschaffen. Ivan hat sich freundlicherweise dann gekümmert, hat rumgefragt, hat seine Beziehungen spielen lassen, wo kriegen wir Traktoren her. Das hat er dann auch geschafft. Als ich die gesehen habe, hätte ich am liebsten wieder umgekehrt. Weil die wirklich in einem sehr desolaten Zustand waren, das muss man sagen. Und da muss ich auch an der Stelle Marco hervorheben, der hat ja auch die Lackierarbeiten mitgemacht. Und von daher ist aus den wirklich hässlichen kleinen Traktoren sind wunderschöne KG-Traktoren geworden. Und ich bin froh, dass wir fast bis für jeden Wagen haben einen eigenen Traktor. Und das ist schon eine Investition, die manche Vereine da schon etwas leidenschaftlich drauf schauen. Und wir haben halt das Glück, dass Ivan und die Leute, die da so umschart, dass A, handwerklich in der Lage sind, so etwas zu schaffen, aber auch B, mit diesem Enthusiasmus da dran gehen. Dieser Freude dran, hier auch bei eisiger Kälte in dieser Halle zu arbeiten. Wir haben das ja im letzten Jahr gesehen mit dem Bau des Wagens für
unsere Tanzmäuse, das war ja auch so ein Gewaltakt, aber der letztlich viel Freude macht und uns letztlich auch im Ortsbestehen ja gut darstellt. Und von daher recht herzlichen Dank nochmal an die, an alle Akteure, an alle Spender und an alle, die das Durchhaltevermögen gezeigt haben, dass wir so etwas auf die Beine stellen. Und ich hoffe und wünsche, dass die ohne Panne, ohne Unfall den zukünftigen Karnevalszüge hinter sich bringen, dass es vernünftige Fahrer gibt, die drauf sitzen, die umsichtig handeln und die letztlich dafür sorgen, dass wir nicht mit irgendeiner negativen Schlagzeile dann irgendwann in der Presse stehen werden. Von daher recht herzlichen Dank nochmal an alle und ich übernehme das Wort. Aber der Motor läuft nicht. Der Motor läuft nicht.